Und vielleicht reden von Politik in Stub? Allemal. Ja. Wegen was? Wegen was? Ja. Ja, wegen was ist geschehen? In jenen Zeiten ist gewesen eine sehr starke antisemitische Bewegung in Quebec. Wegen dem hat man als Sache geredet, wegen Adrien Arcand. Das ist gewesen ein größer Problem, ein größer Union. Sie sind uns gewesen, etwas, was es geheißen, a padlock law in Quebec, als man hat gekannt, verriegeln, a Stube oder a Wohnung oder a Bibliothek, wo es hat sich gefunden, kommunistische Literatur. Seien sie gekommen in jüdischen Bibliothek und gewollt wissen, eben, sie haben dort russische Bücher, weil das wollte geheißen, das ist eine kommunistische Bibliothek. Es ist gewesen sehr eine angestrengte Atmosphäre. Und als Kind habe ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, also ich habe wegen dem geschrieben, als ich vielleicht gehen, als wir sind gewesen bei L'Amoureux, es ist gewesen eine Pension, in den Berg, wo wir vielleicht offen sein. Als ich gegangen bin, in Städtel aufzunehmen, die Post, hat man auf mir geworfen Steine und geschrien, Modi Juif. Und ich habe gesehen, oft auf Restaurants, zum Beispiel Gentiles only. Ich habe nicht, I mean, I didn't experience the real thing, but I was very much aware of it. Und als man hört, als das Hitlerism verspreit sich über Europa, hat man, ich gedenke noch dem Gefühl in den 30er Jahren, als ich als Kleinkind habe gedacht, wo wollen wir kennen und leben, er bekommt daher, was wollen wir tun?